So, und da bin ich auch direkt schon wieder. Gerade noch hier Aufrüstung gekauft und würde ich sagen, teleportiere ich mich mal. Zack. Na? Ach man, ist ja gut. Ob das wohl was bringt? Na, noch ein. Nein. Ja. Oh, verdammt. Und schon wieder metzel ich hier alles ab. Zack. Tja. Scheiße, ey. Ja, gut, das Ende wird grauenhaft. Das wird sowas von Scheiße enden, einfach nur. Mann, hing der hier an der Ecke fest oder so ein Scheiß. So, Kacke. Erstmal muss ich jetzt hier Scheinwerfer ausschalten. Wobei ich keine Ahnung habe, wie ich das jetzt machen soll. Warte mal, wo ist denn das Ziel? Ah, okay, dahin muss ich. Waterlog. Ah, hier hätte ich wahrscheinlich auch anders reingekommen. Verdammt, ich dachte, das wäre in diesem einen Scheißgebäude da. Ach, Mann. Ach so, ah, okay. Nein, falsche Taste. Ich würde da ganz gerne beim Südtor bleiben, weil es gab hier noch irgendwas. Und das will ich erstmal finden. Alter! Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Bleib jetzt einfach mal ganz kurz stehen. Ah, bringt auch nicht wirklich viel. Och Mann, am Arsch. Heilige Scheiße. Teleportieren. Alter, das klang gerade voll abartig. Oh, und was liegt da? Anhänger der Carmines. Carmines. Wie auch immer, ein Anhänger auf jeden Fall. Alter, 5 Frames! Das ist doch nicht normal, ganz ehrlich. Normalerweise kann ich ohne Probleme auch mit höheren aufnehmen. Ich unterbreche mal kurz. Tja, da das eben so keinen Sinn hatte weiter und es jetzt immer noch nicht besser ist, mache ich diese Folge noch fertig und danach brauche ich erstmal eine Pause. Ich habe schon wieder so einen Hals und ah, oh, schlimm. Egal. Alter, so kann man doch nicht spielen. Was soll denn die Kacke? Ist doch abartig.
Nicht mal im Hauptmenü erhöhen sich die Framezahlen. Ich meine, ich habe im Hauptmenü 8 Frames. Das ist doch nicht normal. Ich gehe mal kurz in die Optionen rein. Ja, dann muss ich Anti-Aliasing halt ausmachen. Oh Mann, sieht das scheiße aus. Und hat trotzdem kaum eine Verbesserung gebracht. Alter, ich mach wenigstens Anti-Aliasing. Ohne sieht das ja echt ein bisschen Panne aus. Ja. Mit 5 Frames hier durchs Menü, ey. Ich glaube, es hackt. Naja, gut, geht. 2 Frames! Oh Mann, ey, das geht noch 7 Minuten, die Folge jetzt. 7 Minuten muss ich noch damit leben. Ich unterbreche nochmal, das ist einfach nervig so. In der Hoffnung, dass es jetzt endlich mal besser läuft. Ich weiß nicht, warum das hier so abspackt. Nutze teleportieren, um meine Zielperson zu eliminieren, indem du zu ihr springst und das Überraschungsmoment für einen Angriff nutzt. Habe ich schon ein paar Mal gemacht. Wie lange der auch zum Laden braucht gerade. Ja. Alter Schwede. Endlich fertig. Verdammt sei die Seuche und die Ausgangssperre. Wie soll man da sein Geld verdienen? Nun, Mr. Pratchett. Selbst ein wohlhabender Mann wie Sie braucht die Stadtwache. Straßenbanden rauben und töten, wohin man nur sieht. Und die Weiner, pardon, die Seuchenopfer, die sind noch viel schlimmer. Sie halten nichts von der vom Lord Regenten verhängten Ausgangssperre? Mich herauszufordern, wird Ihnen gelingen. Aber keine Sorge, mir wird nichts passieren. Ich werde Gewinn machen. Ein kluger Mann profitiert selbst in den Zeiten einer Seuche. Sicher, wie dieser Sokolov. So, was liegt an hier? Eine Menge exotisches Zeug. Er hält alles hier am Laufen, jedenfalls im Moment. Sicher, wenn ein exotisches, was so übel riechend ist, wie es hintertreibt, den fürstlichen Arzt in diese Augen gehen, bis er den falschen Mann überhielt. Ja. Tja. Alter. Kabelwerkzeug, her damit. Nachtsicht. Alter, verarschen. Und jetzt auch noch das Telefon. Welches niedere Wesen wagt es, mich zu stören? So, bin wieder da. Oh, cool. Was zum Klauen. Kriegsmedaille. Alter, 4 Frames, 4 Frames! Das liegt, glaube ich, an der Preps-Aufnahme. Ganz ehrlich, wenn ich das normal laufen lasse, dann läuft es perfekt.
Aber jetzt... Also wenn ich ohne Fraps-Aufnahme spiele, ohne aufzunehmen, habe ich 30 Frames ohne Probleme. Jetzt hier 5, das 10 gerade. Oh, ein Frame. Meine Fresse, das macht doch keinen Spaß so. Oh, am Arsch. Jetzt ist das da im Tresor drin. Kombination erforderlich. Erinnere dich daran, dass die Wahrheit in den Gemälden steckt. Der Weg zur Wahrheit beginnt auf den geschäftigen Straßen. Gehe weiter, bis du einen vor Anker liegenden Walfänger siehst. Von dort suche nach dem Schlachthaus und die Wahrheit wird sich dir offenbaren, okay? Zigaretten, meins. Die Insel Morley, Auszug aus einem Band über die Geografie und die Kultur von Morley. Es heißt, die Geschichte von Morley sei so farbig wie eine Decke aus allen Flaggen, die jemals im Wind flatterten, und aus allen Kleidern, die jemals getragen wurden. Das Land selbst verbirgt sich unter einer Wolkendecke vor der Sonne, aber der Geist der Menschen von Morley tanzt wie das Licht des Feuers. Legendär ist die Liebe der Bewohner für gutes Essen und Trinken. Am häufigsten werden Eintopfgerichte und geröstete Fische und geröstetes Fleisch serviert, nicht Fische, um die Kälte und die Düsternis zu vertreiben. Die Nation besitzt eine reiche Tradition von Dichtern, Musikern und Philosophen, selbst unter den ärmsten Leuten. Ob weise Schriftrollen oder tumbe Kneipenlieder, beide fanden häufig in Morley ihren Ursprung. Morley trat recht spät dem Kaiserreich bei und so ist der Morley-Aufstand noch immer ein Wunderpunkt für viele Einheimische, denn Unabhängigkeit zählt auf der Insel zu den hochangesehensten Charakterzügen. Tja, einfach mal der Freiheit beraubt. Alles klar, ich habe jetzt gerade 0 Frames. Und dann wird die Folge halt jetzt etwas kürzer. Ja, alles klar. Die wird etwas kürzer. Und ich denke, ich werde dann jetzt auch aufhören. Allerdings mache ich das mal so, dass ich dann weiß, ich muss doch den Safe knacken, denn da ist eine Rune drin und die will ich haben. Bis zum nächsten Mal.